Hallo, an die Geräte zu Hause. Es ist Dienstag, der 19. Februar. Wir haben 18.45 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es um den Stanpo 500. Den hatten wir das letzte Mal vor rund 3 Wochen. Seinerzeit war ich der Meinung, dass der Bereich so um 2700 schon schwierig wird. Was hier vor euch liegt, ist der Wochenchart, sprich eine Kerze, eine Woche. Aber das Wichtigste vorab, es ist immer diese 200-Wochen-Linie, die dem Stanpo hilft. Ja, hier war das der Fall, da hinten in 2016 war das der Fall. Ist schon ganz erstaunlich. Ich weiß nicht, woher dieser Magnetismus kommt, da mal drauf zu gehen und dann wieder abzufedern. Aber okay, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir sind in der 9. Kerze. Wenn ich die ein bisschen höher mache, so, dann sind wir in der 9. Kerze, in der 9. Wochenkerze, die positiv ist. Das ist viel. Ihr seht hier vom Chart her den Bereich um die 2800 als Widerstand, einmal, zweimal, dreimal, ein bisschen drüber. Haben wir nicht. Nur ein bisschen drüber. Die Bänder auf Wochensicht gehen enger zusammen. Das sollte eigentlich darauf hindeuten, dass der Markt ein bisschen überfordert ist, vor allen Dingen mit dieser Bewegung hier. Und er sollte eher mal ein bisschen Volatilität rausnehmen. Vom MACD her ist es weiter positiv, sowohl über die moderne Sichtweise als auch über die traditionelle Sichtweise. Das ist noch okay. Aber der Oszillator ist jetzt schon heftigst überkauft. Das heißt da nicht viel. Das haben wir hier auch gehabt. Und auch hier in dem Bereich vom 2.10. bis 5.2. letzten Jahres. Ja, und dann seht ihr, was der hier für eine Kurve da noch hingelegt hat. Deswegen hier unbedingt darauf warten, bis hier so ein Verkaufssignal entsteht. Das oder dieses hier. Da muss man drauf warten. Das kann sich über Wochen hinziehen. Wie auch immer, der Chart hat diese Widerstände im Bereich 2810, 2820. Aber ich will mit euch auf den Tag gehen. Hier kommt der Tag. Wir sind über die 200-Wochen-Linie gesprungen, genauso wie wir das gemacht haben hier Anfang November, Anfang Dezember. Das hier sind die fetten Chart-Widerstände. Das heißt, hier sind wir ganz kurz hinter 2800, was ein wirklich fetter Widerstand ist. Ja, einmal, zweimal, dreimal. Dieser Anstieg ist sehr steil. Und wir kommen hier, ich mache mal das Fadenkreuz rein, kommen wir von rund 2338 hoch bis zu 2782. Ja, das ist schon mal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, überhaupt keine Frage. Kaum eine Korrektur, lediglich diese hier zu Beginn vom Januar. Das ist alles. Ich finde es nach wie vor ein bisschen hoch. Nehmen das Fadenkreuz wieder raus. Die traditionelle Sichtweise des MACD ist noch okay und die moderne auch. Aber der Oszillator ist hier genauso wie auf Wochensicht schon im Extrembereich. Wir sind ja, wie gesagt, auf dem Tageschart. Der fängt an zu hecheln. Aber es gibt immer noch kein Verkaufssignal. Die Frage ist schlicht und ergreifend, wie lang zieht sich diese Bewegung hier hin? Hier war es eine extrem schnelle. Und das sind also relativ wenig Kerzen und hier sind es ganz, ganz viele. Mühsam zieht sich das Ding hier hoch. Aber es gibt immer noch kein Verkaufssignal. Für mich ist dieser Bereich ganz knapp hinter der 2810, ist wirklich wichtig. Ja, gleitende Durchschnitte, alles okay. Deswegen, ich habe euch hier mal ein paar Scheine mitgebracht, weil ich rechne damit, dass wir auf kurz oder lang, und das heißt innerhalb der nächsten 1 bis 2 Wochen, hier eine Gegenbewegung kommt, die wenigstens bis zur 20-Tage-Linie geht, wahrscheinlich eher drunter. Also ich bin hier überhaupt nicht positiv. Für die Leute, die eigentlich denken, wir nehmen diese graue Linie hier raus und wir gehen auf 2900, würde sich sowas hier anbieten. Das ist ein 2641er Call, der liegt ungefähr hier, ungefähr da. Der ist von Goldman Sachs, das ist ein unlimitierter, sprich ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GA1YUX. GA1YUX. Das wäre eine Möglichkeit. Bei dem Putz muss ich hier hintergehen. Hinter die 2810. Schauen wir mal. Ich gehe auf Short. Und da wird der Hebel auf jeden Fall höher sein. Auf jeden Fall. Ich gehe mal hier auf 32. Wenn ich sage 2810 und es wird wirklich gebrochen, dann wird er auch nochmal einen Schnaps drüber nehmen. Also finde ich sowas hier durchaus angebracht. Das ist 2869. Das ist im Moment ein 32er Hebel. Das ist kein kleines Teil. Das ist ein K.O.-Put von Goldman Sachs mit der GM7BC6. GM7BC6. Wie gesagt, der liegt also ungefähr hier.
Ich glaube nicht, der neue Heiß. Ich glaube es nicht. Dazu tut sich viel zu viel da drüben in Amerika. Und auf einmal geht auch das Volk auf die Straße. Ja, das kennen wir von Frankreich. Das machen die da ganz gerne. Franzosen, ein Volk der Revoluzzer, aber nicht der Reformer. Wie auch immer, ich denke nicht, dass wir hier nennenswert weiter hochgehen. Wir sind hier irgendwo in der letztendlichen Findungsphase. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye, bye.